Ludwigsburg gegen Crailsheim. Die Ludwigsburger zuletzt mit etwas schwankenden Leistungen, einer enttäuschenden Niederlage in der Champions League, aber gegen die Crailsheimer natürlich favorisiert. Die hatten zuletzt gegen den MBC gewonnen und hofften auf die Fortsetzung einer kleinen Serie. Die ersten Punkte gehören Jeff Robertson. Wer ist das nun? Das ist jemand, der 333 Tage ausgesetzt hat. Robertson nach seinem Kreuzbandriss fast ein Jahr außen vor. Heute also wieder mit dabei und sogar als Starter. Dann Punkte von Eddie Edigin. Ludwigsburger von Beginn an mit sehr viel Energie und sie zerlegen die Crailsheimer förmlich in alle Einzelteile. Von draußen Jake Patrick, schnelle, hohe Führung. Ludwigsburg mit viel Offensive, mit guter Quote und Crailsheim lässt sich da einfach überrennen. Bishop Bui jetzt hier von außen und Sie sehen es am Spielstand. Wir würden gerne Crailsheimer Punkte zeigen, aber es gab so gut wie keine. Noch einmal Fastbreak-Zähler jetzt auch hier abgeschlossen von den MHP-Riesen, die in allen Bereichen überlegen waren. Und diese Aktion abgeschlossen von Javon Graves auf Vorlage von Jormann Polas-Baton. Wir sind im zweiten Viertel, der Vorsprung bereits zu diesem Zeitpunkt 25 Punkte. Und bei den Merlins tatsächlich schon zu diesem frühen Zeitpunkt Auflösungserscheinungen zu erkennen. Ballverluste ohne Ende und dann geht es schnell wieder in die andere Richtung. Die Dreierquote gut und auch hier dieser tiefe Zweier. Ein Dion Hammond, der zuletzt ja Probleme hatte, konstante Leistungen abzuliefern mit Punkten. Man konnte sich sogar erlauben, solche einfachen Korbleger wie hier von Behre nicht zu verwerten. Trotz alledem blieb es ein sehr, sehr einseitiges Spiel. Und jeder durfte mal. Silas Melson in dem Fall. 13 Punkte am Ende von ihm. Und die zweite Hälfte natürlich schwer zu spielen, wenn du mit 34 Punkten führst. Aber Lubu wollte die Intensität halbwegs hochhalten. Jake Patrick als kleine Einlage hier einen Dreier aus einer Entfernung von 9 Metern. Dann die Schlusssekunde des dritten Viertels. Auch hier gibt es nochmal Punkte von Javon Graves. 19 Zähler wird er am Ende der Partie haben und Topscorer sein. Man sieht es schon am Spielstand, das kann man in einem Viertel gar nicht aufholen. Und erst recht nicht, wenn man so spielt wie Crailsheim, die alles über sich ergehen lassen. Keine Gegenwehr zeigen, ein totaler Rückschritt. Hier mal Punkte von Gallin Smith, aber nach dem Erfolg gegen den MBC hatte man sich sicherlich deutlich mehr erwartet. Am Ende eine erschreckend hohe Niederlage, 106-59 für Lubu.